Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute sprechen wir mal wieder über Volkswagen. Und bei Volkswagen im Werk Zittau zumindest. Zittau? Habe ich jetzt Zittau gesagt? Zwickau ist das Werk. Im Werk Zwickau ist jetzt der letzte Verbrenner vom Band gerollt. Und das hat VW ja schon des Längeren angekündigt, dass das Werk jetzt umgebaut werden soll. Und tatsächlich ist es jetzt soweit, ab sofort werden da tatsächlich nur noch rein elektrische Fahrzeuge hergestellt. Ja, anders wie bei BMW, ich hatte ja dazu schon im vorherigen Video was gesagt, setzt VW auf eine eigene Plattform für Elektrofahrzeuge. Und ein Drilling, also einer der alten Drillinge. Und diese Plattform ist meines Erachtens nach ein richtiger wegweisender Schritt. Da kann man dann drauf aufbauen und verschiedene Modelle damit bedienen und auch die unterschiedlichen Marken des Konzerns halt bedienen. Und wie man jetzt auch gesehen hat, auch Konkurrenten damit bedienen, denn Ford zum Beispiel wird sich jetzt auch auf diese MEB-Baukasten mit aufsetzen, zumindest was das Chassis unten drunter betrifft. Und ja, was soll man sagen, ne? Da geht es jetzt mit großen Schritten voran und bin gespannt, wann das nächste Werk dann kommt, dass also tatsächlich keine Verbrenner mehr liefert. Jetzt müssen sie natürlich erst einmal das Werk soweit umbauen. Naja, umbauen in dem Sinne müssen halt die Fertigungsstraßen umgeplant werden. Da muss jetzt halt dann die Hochvoltschiene irgendwo mit rein und dafür halt eben der Verbrennungsmotor halt eben entfallen. Und ja, also ein riesiger Umbau an sich wird sich sein, weil viele Komponenten ja natürlich auch beim Elektrofahrzeug da sein müssen. Fahrwerk, Chassis, Interieur. Aber zumindest werden jetzt hier dann mal einige Sachen dann auch wegfallen, wie zum Beispiel, man musste ja tatsächlich beim Verbrennungsmotor auch immer einen Abgasprüfstand also eben haben, damit man natürlich auch testen kann, ob der Motor läuft, und diese Sachen, die fallen natürlich jetzt dann in Zukunft weg, die braucht man jetzt dann also nicht mehr. Und in dem Sinn müssen natürlich einige Sachen raus aus dem Werk, die nicht mehr benötigt werden, und einige Sachen halt dann vielleicht umgestellt werden. Und ja, das Ganze wird jetzt also eben als MEB sozusagen optimiert werden. Das Ganze zeigt also auch, dass VW willens ist, das ganze Konzept weiter zu verfolgen, auch wenn jetzt dies in der letzten Zeit ein bisschen einstecken musste und von seinem, ja, wie soll ich sagen, von seinem Thron ein bisschen runtergeholt wurde, weil da halt einige nicht so mitgehen im Konzern. Das hat mich sowieso ein bisschen gewundert, dass er da so straff vorgeprescht ist. Das hat ihn, glaube ich, einige Stimmen im Aufsichtsrat gekostet. Und ja, wird sich jetzt zeigen, ob er dann weiterhin dieselbe Schiene fahren kann. Volkswagen als Marke ist er zumindest mal los, aber er ist ja immerhin noch oben an der Spitze. Also von daher denke ich mal, wird seine Macht eher unangetastet sein. Ob jetzt da sein Stuhl wackelt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ich denke, VW wird da weiter mit seiner Elektromobilisierungs- oder Elektrifizierungslinie fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt halt noch zurückrudern, denn auch die haben jetzt gemerkt, dass der Absatz von Verbrennungsfahrzeugen halt einfach in letzter Zeit unterirdisch geworden ist. Und von daher, nicht schlecht. Und von daher denke ich, sind die auf einem guten Weg. Bin mal gespannt, wann die nächsten Werke drankommen. Gibt hier noch viel mehr Werke, okay.
in Dresden, die gläserne Manufaktur, ist natürlich schon jetzt seit längerer Zeit umgestellt worden. Da wird ja der E-Golf endgefertigt. Ja, da habe ich jetzt dann auch mal in ein paar Wochen die Chance, mir das mal anzugucken. Da bin ich auch mal gespannt, was da so zu sehen ist. Gut, es ist nur die Endmontage, aber immerhin. Ne? Also man bekommt dann schon einen gewissen Einblick in das Ganze. Es ist kein Presswerk und so. Ne? Also das wird alles zugeliefert, aber nichtsdestotrotz trotzdem interessant, ne? Das sich mal anzugucken. Ja, schauen wir mal, welche Standorte jetzt in Zukunft dann auch ihren Verbrennerstatus verlieren. Und ich finde es auf alle Fälle gut für das Werk in Zwickau, denn ja, da kann man Know-how sammeln und es macht das Ganze zukunftssicher. Und das muss man jetzt auch dazu sagen, in einer Region, die ja ansonsten strukturarm ist, sagt man so schön, glaube ich, ne? Ist es doch ein gutes Zeichen, da was Zukunftsträchtiges zu haben, denn das, ich glaube, es kann für so eine strukturschwache Region nichts Schlimmeres geben, als wie wenn da jetzt weiterhin Verbrennerfahrzeuge produziert werden und dann irgendwann mal gesagt wird, ja, ihr habt kein Know-how auf Elektromobilität, dann schließen wir das Werk. Ne? Also das muss man mal auch sehen. Ne? Ja, so schaut's aus. Der letzte Verbrenner in Zwickau ist vom Band gerollt. Wünsche Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.